So, hallo zurück zu einer nächsten Runde Barbarian. Heute auf besonderen Wunsch in der Too Spooky For You Halloween Edition. Ich habe keine Ahnung, was das ändert. Also ich weiß ungefähr, was das ändert. Und zwar das Design so ein bisschen, die Skins. Aber ich weiß auch, man kann Bonbons sammeln. Ich weiß nur ums Verrecken nicht, wofür die gut sind. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz, ob wir für unsere 4000 noch irgendwas machen können. Können wir unsere Standardeinheiten noch irgendwie... scroll doch mal, dankeschön. Okay, wir haben noch zwei Einheiten, die wir freischalten können. Ach, wir können das Lied des Angriffs mal ein bisschen pushen. So, und da es schon gruselig ist und wir den Mittag ja bereits geschafft haben, glaube ich, gehe ich von aus, weiß ich nicht, sagt's mir. Fangen wir jetzt einfach mit dem Abend an. Der Boss sieht auch viel lustiger aus. So, genau, das sind unsere drei Einheiten. Ich erinnere nochmal, der Ninja, der auf kurzer Distanz mit Shurikens wirft, die enorm viel Krachbumm machen. Dann die Schamanen, die Gegner vergiftet und aus toten Gegnern Zombies, die zu unserem Schutz da sind, aufstehen lässt. Und den Ingenieur, der zum einen mit Schraubenschlüsseln wirft und zum anderen, wenn ihm langweilig ist, einfach mal so Türme baut. Ja, los geht's. The Trumpet is truly a bastard's trade. Ja, das stimmt. So, da sehen wir schon, dass das Skin sich ein bisschen verändert hat. Dann wollen wir erstmal... Oh, es hört sich so schön an. Genau, oben links seht ihr vielleicht neben dem Geld noch eine Anzeige, und zwar die für Bonbons. Ich habe keine Ahnung, wofür die Bonbons da sind. Wirklich absolut null. So, ihr seht, wir haben den Abend, das heißt, wir haben wesentlich mehr, also Gegner, die wesentlich mehr aushalten. Und da haben wir unseren ersten Zombie. Yay! Oh, ich sehe gerade, da ist einer schon relativ weit vorne. Das will ich natürlich nicht. Ah, wir haben schon 5 Zombies, das ist gut. Wo ist mein Waschbär? Achso, der holt das Geld, das von der Stadt gemacht wird. Ja, nochmal, wenn ihr das Spiel spielt, ich empfehle euch, schnellstmöglich die Stadt, soweit ihr könnt, aufzuwerten. So, jetzt haben wir uns erstmal den dritten Ninja dabei. Wow. Da sind Bonbons. Ich habe keine Ahnung, wofür die da... Wow. Da greift irgendwer an hier. Ach stimmt, auf der Akademie und oben auf dem... Ach, da steht jetzt ein... auf der Kaserne steht ein Bogenschütze und hier ein Zauberer drauf, weil die komplett aufgewertet sind. Das finde ich gut. Macht also auch Sinn, das zu tun. Ich weiß gar nicht, wie viele Kreaturen ich aktuell beschwören kann. Also wir haben jetzt gerade 6. Ich glaube, das war's momentan. Für mehr muss ich erstmal noch upgraden. Ja, ich habe jetzt gerade eh noch nicht genug Noten, muss gleich mal gucken. So, ja, also wie gesagt, das macht halt auch Sinn, die Kaserne komplett abzugraden. Zum einen, und halt auch die Universität. Zum einen werden die Einheiten stärker. Zum anderen werden, kriegen wir halt so Verteidiger. So, ich drücke jetzt mal ganz kurz, guck mal eben links unten. Nein, alle sind grau hinterlegt, obwohl ich genug Noten hätte. Das heißt, 6 ist aktuell unser Maximum. Yay! So. Erste Welle des Abends erledigt. Wow. Ja, mach den mal platt hier. Bitte. Ah, auch cool. Wenn er in den Turm fährt, explodiert der Turm. Das ist nett. Also macht Sinn, wenn ihr den Ingenieur habt, die Türme auch tatsächlich wirklich in den Weg zu platzieren. Weil die Gegner dann Schaden nehmen, wenn sie da reinlaufen.
So, ich habe jetzt schon 29 Bonbons. Vielleicht brauche ich eine gewisse Menge an Bonbons. So, einmal Stunnen, einmal Lied des Angriffs. Vielleicht brauche ich eine bestimmte Menge an Bonbons, um irgendwas freizuschalten. Keine Ahnung. Ich könnte das natürlich googeln. Aber nö. Habe ich exakt gar keine Lust zu. Vielleicht, aber nur vielleicht, wenn alles funktioniert, seht ihr jetzt gerade, wenn dieses Video hier online geht, einen Livestream. Das werde ich morgen mal ausprobieren. Weil bestimmte Verbindungsarten sind auf dem Netzwerk oder auf der Arbeit gesperrt und ich will mal versuchen mit einem meiner Klienten ein kleines Experiment zu starten, und wenn wir es nicht streamen können, dann nehmen wir es halt auf. So, fertig. Ende Gelände. Ah, jetzt kommen die großen Motze hier. Ich spiele nochmal das Lied des Angriffs, damit wir ein bisschen hier reinhauen können. Scheiß Ding, warum müssen die denn so Boomerangs haben? Eine riesen Meute an Viechern hier vor mir, ist das Ausweichen echt gar nicht so easy. Ach, die Football-Viecher haben tatsächlich eine Barbarian-Maske. Das finde ich gar nicht so lustig, dass die sich als wir verkleiden. Wow, da sind jetzt gerade 5 Zombies auf einmal draufgegangen. Oder 4. Finde ich jetzt auch eher wenig lustig. Wow, geh weg. Geh weg. Geh weg, habe ich gesagt. Na bitte, geht doch. So, die Bonbons sammelt der Waschbär übrigens nicht ein. Die muss ich selber einsammeln. Offenbar. Wow. Ich habe meine Schamanin und meinen Ingenieur gerade gekillt. Einfach nur, weil ich den nicht gesehen habe. Das ist enorm unlustig. Sehr enorm. Matscharschig. Very unlustig. Ach ja, stimmt, der Waschbär bringt mir auch meinen Bacon. Ich wüsste gerne, als was er sich hier verkleidet hat. Ich kann das nicht so ganz erkennen. Wenn ihr Ideen habt, bitte mal in die Kommentare. Der Zombie ist schon wieder tot. Okay, Zombies sind generell tot. Das weiß ich. Was bringen mir diese verrückten Bonbons? Darf ich das sagen? Keine Ahnung, ist mir egal. Im schlimmsten Fall wird das Video entmonetarisiert. Was auch nicht schlimm ist, weil ich durch die Monetarisierung bisher sowieso nichts bekommen habe. Exakt gar nichts. Ich glaube auch nicht, dass mein Content für irgendwelche Werbekunden interessant ist, weil dafür habe ich einfach eine viel zu geringe Reichweite. Und während ich laber, merke ich, dass ich hier gerade langsam echt am Arsch bin. Also, irgendwie
kriege ich andauernd auf die Fresse. Meine Zombies sterben am laufenden Band. Auch gar nicht mehr so lustig. Wow, ja. Wenn man nicht aufpasst, dann sind auch ganz schnell Schamanin und Ingenieur wieder platt. Stirb! Habe ich die Welle jetzt gepackt oder was? Nein. Offenbar nicht. Wow. So, jetzt habe ich wieder alle Ninjas beisammen. Ah. Man merkt, der Schwierigkeitsgrad steigt ein bisschen. Also es ist noch nicht so, dass ich ernsthaft in Bedrängnis komme, aber langsam ist... Huh. Und jetzt haben wir jetzt schon... Ach stimmt, den hatten wir... Haben wir schon mal gegen den gekämpft im Stream? Also im Video? Keine Ahnung. Ich weiß, ich habe selber schon mal gegen ihn gekämpft und ich habe es auch geschafft. Das war nicht so das Ding. Wow, genau, hier ist nämlich irgendwo eine Lücke. Prima. Genau, da ist wieder eine Lücke. Okay, es hat aber auch nicht so eine riesen Reichweite. Da ist wieder die Lücke. So, Lied des Angriffs. Macht hier, glaube ich, Sinn. Okay, da ist die Lücke. Das Schönste, die Dinger schaden offenbar meinen Minions nicht, sondern nur mir. Dass das mit den Lücken ein bisschen einfacher macht. Boah, jetzt kommen zwei hintereinander dort. Ja, ne, drei sogar. Aber dadurch, dass die Lücke ungefähr an derselben Stelle bleibt, macht das gar nicht so viel. Jetzt, yes! Und wir haben ihn. So, wir sind jetzt bei 6.000. 12.000. Junge, Junge, Junge. So, und wir kommen in der Nacht. Auf sowas stehe ich ja überhaupt nicht. Also ausweichen war vorher schon schwierig genug. Jetzt ist es einfach nochmal eine Nummer arschiger geworden. Ja, ein Gegner, den man nicht sieht. Uah. Komplett nicht lustig. Absolut null. Ich glaube, so langsam könnte es ein bisschen hektisch werden. Nein! Upgrades kaufen, natürlich. Hallo, wir haben über 20.000 Münzen jetzt gesammelt. So. Dann schauen wir doch mal ganz kurz. Das kostet 20.000, dann wäre direkt alles weg. Aber ich glaube, dass... ist tatsächlich das Sinnigste, was wir machen können. Ja, und dann geht es einfach mal direkt los und wir fangen direkt mit der Nacht an. Wir haben natürlich jetzt keinerlei Zeit, irgendwie unsere Einheiten aufzuleveln oder so, aber es hat gerade auch wenig funktioniert und ich habe einfach exakt keine Lust, morgens zu starten, jetzt quasi den ganzen Tag durch. So, Standardformation. Die natürlich momentan echt wenig Schaden macht. Aber das Schöne ist, ich habe gleich nicht vier, sondern fünf Ninjas an meiner Seite. Wenn ich den lang genug überlebe, um genug Noten zu sammeln. Boah, die Zombies sterben mir echt gerade wie die Fliegen.
finde ich gar nicht so lustig. Noten ist gut. Und so, Ninja Nummer 3. Puh. Jetzt wird es hier langsam echt ein bisschen knifflig. Uah. Ich bin aber auch hier. Das hat exakt super funktioniert. Das versuchen wir nochmal. So, wir starten jetzt direkt mit 4 Ninjas und holen uns den Rest später dazu. Weil die machen nun mal den meisten Wumms. Definitiv irgendwie mit als erstes, weil Alter haut das Ding rein, weil es einfach am schwierigsten ist, dem Ding auszuweichen. Er sollte dann auch das Ding angreifen, bitte. So, Ninja Nummer 5. Toll, während ich Ninja Nummer 5 rufe, wird Ninja Nummer 3 abgeschlachtet. Auch nicht so nett. So, und nochmal. So, jetzt brauchen wir nur genug Noten noch, um die Schamanen zu beschwören. Und ich glaube, ich scheiß heute auf den Ingenieur. Also der hat mir vorhin zwar 2-3 Mal den Arsch gerettet, aber ich brauche hier eindeutig mehr Kravum. Und dafür sind die Ninjas nochmal optimal, wie ihr hier seht. Aber die Zombies machen schon durchaus echt einiges aus. Also werde ich mir gleich die Schamanen trotzdem noch dazu holen. Und wow. Okay, aber der schießt nur an so ein Ding, hält aber dafür umso mehr aus. Das kann ich, glaube ich, verkraften. Wow! Wow! Absolut nicht lustig. Jetzt muss ich aber ganz massiv aufpassen, nicht nochmal getroffen zu werden. Wie ihr seht, mein Lebensbalken ist, komm Metzger hier, hau mal Schweine raus. Sieh mal zu, dass du hier so ein scheiß Schwein schlachtest, bitte. Dringend. Jetzt bin ich nämlich gleich echt massiv am Arsch. Oh, da ist eine neue Einheit. Irgendwo da hinten. So, Schamanen, kommen zu mir. Das ist natürlich so ein Obermoped. Aber das bedeutet nichts anderes als Weg des Angriffs und Stun Solo. Kabam. Und jetzt macht den Platz. So schnell ihr könnt. Regeneriere ich mich gerade oder hat mir mein Waschbär da Schinken? Oder? Ich habe es nicht gesehen, verdammt. Also wenn ich mich regeneriere, wäre natürlich auch schön. Wobei mir hier so ein Stück Bacon mit 25% Leben echt besser gefallen würde. Komm schon, ich will die neue Einheit freischalten. Was bringt es mir auch vollkommen Wurst. Hauptsache, ich habe sie freigeschaltet. Dann habe ich wenigstens das Gefühl, irgendwas erreicht zu haben. Oh, da hinten ist jemand relativ nah schon. Das möchte ich gerne verhindern. Krass, die Bogenschützen da oben haben echt mega heftige Reichweite. Boah, nicht euer... Scheiß Ernst.
Zwei von den Viechern. Yippie. Das heißt aber auch, dass sie den Kristall enorm schnell platt machen. Sollten sie in seine Nähe geraten. Was ich sehr, sehr gerne verhindern würde. Also, dass sie so viel Schaden machen, heißt das. Okay, offenbar bringt mir das Waschbär, also war das Bacon vom Waschbär, weil sonst... Ich kann mir anders nicht erklären, dass ich jetzt schon wieder so viel Leben habe. Also, was heißt so viel, ne? Aber mehr als vorher. Schon wieder, ey. Geh doch mal weg. So, alle drauf, bitte. Na, ah, danke schön. So, und jetzt hier zu euch, Arschkrampen. Geht weg von dem Kristall. Wuhuhuhu! Neue Einheit freigeschaltet. Was hat man? Oh, der sieht aber schon so ein bisschen Rocker-Wikinger oder was? Moment, was du das jetzt? Was macht der? Ach, der wirft einen Hammer. Der betäubt oder was? Hab ich das richtig gesehen? Das ist ja geil. Wenn der dazu jetzt noch ordentliche Wumms hat, den werden wir wohl mal aufleveln und mal ein bisschen testen. Dann euch Eigenschaft hat, ist gar nicht mal so uncool, gerade bei den großen Gegnern. Ah, jetzt muss ich mich hier erstmal um den Scheiß kurz. What? Von wo? Scheiße, der Kristall ist so gut wie im Arsch. Wo kriegt der denn jetzt Schaden her? Von dem Pisser da unten. Ja, super Sache. Aber egal. Hauptsache, ich habe eine neue Einheit freigeschaltet. Die ich mir jetzt erstmal angucken werde. Ein Zwerg. Ach, dann haben wir... So, Schaden 3 bis 4. Schaden 16,5. Ach komm, wir... Nein. Nein. Ah, einmal falsche Taste drücken, ne? Mann, 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 Mann. So. Wir fangen wieder in der Nacht an. Aber wir tauschen dich mal gegen den Zwerg. Ich habe da nämlich so eine Idee. Ob die gut ist, wird sich zeigen. Ah, der Zwerg sollte eigentlich vorne stehen. Verdammt. Gut. Aber wir behalten den Zwerg mal. Betäubung, wenn er in der Nähe ist, kommt er da hin und dämpft die weg oder was? Boah, okay, die Runde können wir, glaube ich, vergessen. Oder? Keine Ahnung, wir versuchen das jetzt. Da habe ich mich jetzt viel zu sehr darauf konzentriert, was der Zwerg kann oder nicht kann. Du kleiner Pisser, du hörst mal auf damit. Alle tot. Ne, die Runde wird nichts. Das können wir neu starten. Das gibt gar nichts hier. So. Nimm das bitte. Und jetzt noch ein Zwerg.
Wieso gehst du nicht davor? Da muss ich den Zwerg wahrscheinlich nicht zuerst beschwören. Er kommt nicht zum Feuer. Na gut, jetzt schon, aber gerade nicht. Das ist sehr lustig. Alles schon ziemlich nah jetzt irgendwie. Das ist halt kacke, wenn der Zwerg nicht so richtig viel Schaden macht. Und das Angriff und Ausweichen. Boah, das war knapp. Puh. Oh, na bitte. Woher nimmt das Ding Schaden? Habt ihr das vorhin auch gesehen? Da kam von links oben, kam da so Schüsse her. Aber ich weiß nicht. Ich weiß ums Verrecken nicht, woher. Oh, jetzt probieren wir mal zwei Zwergen. Ja, dieser Stun-Effekt gefällt mir halt schon sehr, sehr gut. Jetzt die Frage, hole ich mir den vierten Ninja oder hole ich mir eine Beschwörerin? Ach komm, ich mache jetzt mal hier an die Katze. Und hole mir den vierten Ninja. So, das heißt jetzt Ninjas. Und sage, ach, ich kann 7, ne? Oder kann ich nur 6? Ich weiß gar nicht. Probieren wir gleich mal aus, wenn ich genug Mopeds habe. Wow. Okay, das war jetzt richtig, richtig, richtig scheiße getimt. Denkbar schlechteste Position, um stehen zu bleiben. Auch ganz, ganz dringend Noten. Für Noten muss ich eigentlich stehen bleiben, damit die schneller generiert werden. Stehen bleiben ist hier nur so eine Sache. Und stehen bleiben ist relativ tödlich, wenn hier überall Gegner sind, die mir an den Kragen wollen. Greift schon an. Schneller, schneller. Nicht in die Richtung, der hat jetzt schon einmal den Kristall getroffen. Das hat eindeutig gereicht. So, jetzt, genau. Noten produzieren, Noten produzieren, Noten produzieren. Da, nicht jetzt der nächste, bitte. Natürlich, was auch sonst. Warum sollte es eigentlich einfach mal, ja, einfach sein? Naja, vielleicht weil wir im theoretisch letzten Level sind. Also man... Gut, Thema durch. Ja, jetzt waren wir jetzt schon dabei, eine halbe Stunde, das geht ja noch. So, einen Versuch mache ich jetzt noch. Für die Nacht. Ja, und ansonsten muss ich einfach mal wieder... Geld farmen und dann weitersehen. Aber es muss ja, zu schaffen sein. Irgendwie. Auch ohne, dass man sich vorher stundenlang auflevelt. Und einfach... Wow, Kackbratze, ey. Wahrscheinlich darf man einfach
motorisch nicht so eine Gurke sein wie ich, der hier die ganze Zeit hektisch im Kreis rumrennt, anstatt mal wirklich zu gucken, wo fliegt hier was hin. Was uns auch bedeuten einfacher wäre, wenn der Pausenbildschirm nicht so unfassbar groß wäre. So, Angriffssolo, das war jetzt gar nicht beabsichtigt. Das war mehr so versehentlich auf den Knopf gekommen. Macht aber nichts, weil beschleunigt die Angelegenheit. Der hat schon wieder Schaden aus dem Nichts bekommen. Warum? Was soll sowas? Finde ich nicht cool. Liegt das im Halloween-Mode? Das hatte ich vorher nicht. Und wofür sind diese Bonbons? Warum kriege ich jetzt schon Ewigkeiten keine mehr? Und ein Zwerg, und jetzt gucke ich gleich mal, ob ich noch einen Zwerg beschwören kann, wenn ich denn genug. Ich hab das doch gerade aufgelevelt, oder? Wow. Ach, ist er tot? Ja, geilo. So mag ich das. Ofen. Ich frag mich, warum ich das nicht schon vorher gegoogelt habe, weil aufgefallen ist mir das mit den Bonbons auch schon vorher. Aber irgendwie hat es mich nie genug beschäftigt, um mal Nachforschungen anzustellen. So, und ja, wir können 7 Einheiten. Sehr gut, das heißt, ich hole mir jetzt noch einen Zwerg. Scheiß auf Verteidigung. Wir hauen jetzt einfach mal rein hier. Das ganze Gegner haben eindeutig auch ihr Gutes. Wow. So. Angriffssolo. Das scheint doch erstmal zu funktionieren. Wie gesagt, erstmal. Den ein bisschen aufgewertet habe. Dann macht er halt auch dabei noch annehmbaren Schaden. Was natürlich dann noch besser ist. Aber ich muss mal gucken, wie ich diesen Special Move provoziere, dass der zum gestunten Gegner hinläuft. Und da dann nochmal draufhaut. Gesehen habe ich es ja schon 2-3 Mal. Aber bisher noch nicht bewusst ausgelöst. Naja, vielleicht klappt es jetzt hier, wenn wir einfach nah genug dann stehen bleiben. Okay, klappt nicht, wenn wir nah genug dann stehen bleiben, weil dann werden wir getroffen. Tatarata. So, alles klar. Ja, ich grade jetzt noch ein bisschen ab und wenn ich generell ein bisschen stärker bin, ich mache vielleicht noch mal ein bisschen so hier Rennen und endlich und so. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin. Adieu.